So begann vor nunmehr über 4 Jahren eine kurze Doku von mir über die Entdeckungen und Recherchen einer Gruppe Schülern und ein paar Erwachsener an meiner alten Schule bezüglich der dort verbauten Bleiglasfenster und die zahlreichen Auffälligkeiten an ihnen. Kurz zusammengefasst gibt es etliche Indizien und Beweise, dass der Künstler hinter eben jenen Fenstern, Paul Otto Böhr, damals unter den Augen der Nationalsozialisten heimlich zahlreich Kritik an ihnen in seine Werke eingebaut hat. Wie zum Beispiel dieser Mittelfinger, der als einziger von der Vorlage des Fensters abweicht. Für mehr Infos dazu müsst ihr allerdings schon das Vorgängervideo hierzu schauen, was ich euch in meiner endlosen Hilfsbereitschaft in der Beschreibung verlinkt habe. Ich dachte mir, nach all der Zeit wäre ein Update für die Interessierten unter euch mal wieder angebracht, denn zu all den vielen Sachen, mit denen ich mich gerade beschäftigen muss, aber auch darf, gehört unter anderem auch die fortgeschrittene Recherche rund um die Fenster, den Künstler Paul Böhr hinter den Gläsern sowie das Schulgebäude an sich und seine Vergangenheit. Denn die Forschung hat nach meinem letzten Video natürlich nicht aufgehört. Eine kleine Gruppe hat sich weiter intensivst mit dem Thema beschäftigt. Mittlerweile wurde das gesamte Lebenswerk, jede Zeichnung, jede Skizze, sein genauer Lebenslauf, jedes noch so kleine Erzeugnis von Paul Böhr aus allen Himmelsrichtungen zusammengetragen und genauestens untersucht. Die beachtliche Sammlung ist ein interessantes Fenster in die Seele des Künstlers, der so viele Verglasungen, aber auch Statuen in und rund um Weimar erschaffen hat. Auch bei den Fenstern an meiner Schule gibt es neue Erkenntnisse, wie zum Beispiel das, welches Fallersleben zeigt und bei Nacht plötzlich ein zweites Gesicht zu haben scheint. Durch den rot anmutenden Bart vermutet man hier eine heimliche Darstellung von Barbarossa. Aber die Recherche geht mittlerweile weit über die Fenster hinaus. Selbst Böhrs Frau und ihre Familie wurde genauestens untersucht und man ist sich mittlerweile sicher, das können alles keine Nazis gewesen sein, sondern eher das Gegenteil. Schließlich beschäftigte man sich mit der gesamten Historie meiner Schule. Hier entdeckte man eine besonders graue oder besser gesagt braune Vergangenheit. Aber ich weiß gar nicht, ob der eingestaubte Stil dieses Videos hier überhaupt noch beim geneigten Zuschauer Anklang findet. Vielleicht muss man solche Fakten heutzutage etwas TikTokiger präsentieren. Meine alte Schule war übelst früh zu einem hohen Teil voller Anhänger der Hitlerjugend und sogar der SA und SS. Die Schüler haben sich damals regelmäßig dort getroffen, wo die Hitlerjugend 1926 gegründet wurde. In der Armbrust, Hitlers Lieblingsgasthaus. 1936 waren schon 95% der Schüler Mitglied der Hitlerjugend. Hochrangige Nazis waren Teil meiner alten Schule, wie zum Beispiel Schüler Bormann, Schüler Dönitz und Lehrer Fritz Wächtler. Eine Wikipedia-Recherche ergibt schnell, dass 1945 hier der Schüler Bormann wohl in einer Intrige für die Hinrichtung des Lehrers Wächtlers seiner Schule gesorgt hat. Warum? Hat ihre gemeinsame Vergangenheit etwas damit zu tun? Hat meine Schule etwas damit zu tun? Es ist faszinierend, diese ganzen Originaldokumente mit Namen aller Schüler bis tief ins 19. Jahrhundert, als die Schule allerdings noch in einem anderen Gebäude war, vor mir liegen zu sehen. So ging es wohl die letzten Jahre allen, die sich weiterhin mit dieser düsteren Vergangenheit, die zum Spekulieren einlädt, beschäftigt haben. Im Zuge dessen wurde auch das neue Mein-Schulgebäude genauestens untersucht, was scheinbar auch einige Ungereimtheiten und Auffälligkeiten aufweist. Der Sendemast auf dem Dach des höchsten Gebäudes der Stadt zum Beispiel legt besondere Verwendung im Dritten Reich auf der Fernkabellinie nahe. Außerdem hat es eine räumliche Nähe zum Gebäude der ehemaligen Gauleitung, was den Verdacht an ein unterirdisches Tunnelsystem zwischen beiden oder gar einen Bunker verstärkt. Wenn man allerdings Weimar und Bunker in einem Atemzug erwähnt, dann schlagen natürlich direkt alle Alarmglocken. Das Bernsteinzimmer. Ein lange verlorener, erbeuteter Schatz, der schon oft in meiner Heimatstadt vermutet wurde und spätestens an dieser Stelle mal wieder dubiose Gestalten anzieht. Dass es noch im März 45 ein spontanes Treffen zwischen Schüler Martin Bormann, NSDAP-Gauleiter Fritz Saukel und Erich Koch gab, hilft da noch beim Spekulieren. Das war jetzt alles vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Im Hintergrund passieren noch ganz viele andere Dinge, über die ich an dieser Stelle aber noch nicht berichten kann und oder will. Was den Bunker oder gar dessen Inhalt angeht, halte ich mich weiterhin eher agnostisch, warte auf etwaige Kelleruntersuchungen und berichte euch weiter, falls ihr denn Interesse daran habt. Ich wollte nur mal ein kleines Update geben, also falls ihr denn wollt, dann Glocke läuten, Video über Fernkabellinie teilen, Telegram per Morsezeichen in die Kommentarspalte schicken. Ciao.